Willkommen zurück zu meinem Let's Play Victoria 2, möglicherweise dem absolut letzten seiner Art. Denn wir schreiben den 25. Juli 1935. Es könnte sein allerdings, dass wir noch knapp am Ende dieses also am Ende dieses Jahres in einen Krieg hineinversetzt werden. Weil wir haben gerade einen Konflikt in Wilkopolsk. Und zwar versucht Polen unabhängig zu werden. Und Italien unterstützt das. Und wir unterstützen Italien dabei. Um ehrlich zu sein, ist das etwas, wo ich sage, okay, soll es sein. Das Problem ist, Frankreich und Großbritannien unterstützen Russland, was dazu führen wird, im Endeffekt, dass wir da wahrscheinlich einen Krieg führen müssen. Und ich sehe gerade, Italien ist besonders gut drauf. Die haben nämlich gerade eine Revolution, eine megamäßige. Das taugt man gar nicht. Das kommt genau zur dümmsten Zeit, sehe ich da. Na gut. Anyway. Lasst uns dem Ganzen ein Ende machen. Haben wir eigentlich sämtliche Erfindungen auch gemacht? Nein, die postnapoleonische Doktrin fehlt uns noch. Kann das sein? Achso, nein, Blödsinn. Realistische Literatur, Hyperinflation, na gut, das muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Und industrielle Forschung und Entwicklungsinvestitionen. Mal schauen. Drei Erfindungen haben wir noch nicht. Und die letzte Erfindung. Schaffen wir nicht mehr, weil da haben wir minus 2%. Okay. Also die realistische Literatur werden wir nicht mehr kriegen. Gut, unsere Grenze mit Russland ist gesichert. Unsere Grenze zu Frankreich ist gesichert halbwegs. Frankreich würde ich fast sagen, lassen wir sie kommen. Das haben sie das letzte Mal auch gemacht. Das Problem ist, dieses Mal ist Italien auf unserer Seite. Das heißt, sie können Italien auch angreifen, was nicht so gut ist. Und bezüglich Großbritannien habe ich hier eine Flotte und hier noch eine Flotte. Ja, 79%, nicht mehr lange. Dann bricht dieser Konflikt aus, noch 40 Tage. Tage, das bedeutet im Ende September. Fährst einmal daher und du fährst auch daher. Wo hat denn Großbritannien da noch Gebiete? Ja. Da drüben durch Skandinavien dürfen wir, glaube ich, eh durch. Yep. Sehr gut. Und da unten haben sie. Ah, da unten gibt es natürlich noch Frankreich. Aber. Das ist nicht so schlimm. Zwei Truppen nach unten. Nach Frankreich. Gut, dann werden wir vielleicht noch in Afrika eine Truppe aufbauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13. Passt. Haben wir noch diese Dinge, soweit geht. Gut. Wow, 76.000 Mann. Okay, nein. Wir gehen daher. Du bist da eh auch. Passt schon. Ah, verdammt. Die Türkei macht da was. Puh, die sind nur noch auf 15%. Das gibt's ja nicht. Den Anfang haben sie so gut gemacht und jetzt verlieren sie eine Schlacht nach der anderen. Die Skandinavier sind schon ziemlich unfähig, wenn ihr mich fragt. Aber ihr fragt mich ja nicht. Obwohl andererseits, ihr schaut euch das Ding ja an. Also fragt sie mich vielleicht doch. Ah, die Italiener, wer weiß, vielleicht sind die Italiener ja doch eine Hilfe in dem Konflikt. Tja. Ha. Wir können noch schnell Sansibar schauen. Sansibar als Staat aufnehmen. Machen wir da unter Ägypten, da besteht die Chance eher nicht, dass die noch fertig werden. Warte mal. Unter Ägypten. Sehen wir mal her. Wie viele Österreicher gibt es denn dort überhaupt? Oh, schon 5%. Na, 4,5%. Nicht schlecht eigentlich. Für das, dass da 1 Million Menschen wohnen. Okay. So, Schippernakel. Du fährst einmal daher. Diesmal ist halt blöd, weil Frankreich und Großbritannien auf der gleichen Seite sind. Naja. Kann man nichts machen. Wir werden einfach so schnell über Russland versuchen, drüber zu fahren, dass das gar nicht so schlimm sein kann, wie es soll. Ah. Südkamerun ebenfalls. Gut. Und na, Sudan war doof, haben wir gesagt. Äquateur haben wir auch schon 57%, 0,57%, 0,81. Na gut. Na gut. So, haben wir alles kaufen können, um das zu bauen? Nö, Flugzeuge gehen sich noch immer nicht ganz aus. Ah, Flugzeuge haben wir auch gleich. Huh. Italienisch-polnischer Befreiungskrieg. Bündnisangebot von Transvaal. Na klar, machen wir. Und von Japan machen wir auch. Uff. Oh, Serbien ist auch auf ihrer Seite. Und Persien? Echt jetzt? Persien taugt man gar nicht. Die können ja Afghanistan angreifen. Na gut, soll sein. Kann jetzt auch nichts machen.
Wieso Persien? Versuchen wir es mal so. Gut, das können wir jetzt auf volle Wäsche geben. Oh yes, Italien ist ja ursuper drauf. Das gibt es ja wohl nicht. Diese Wappler. Solche Schwammern. Ja, zumindest gegen Russland sollten wir kaum ein Problem haben. Gehen wir mal da überall rein. Und da dahinter. Serbien. Sehr schön. Die mag ich eh nicht sonderlich. Hier fahrt's daher. Oh, vielleicht wird das doch nicht das letzte Mal, weil wir müssen da relativ viel hin und her arbeiten. Gut, da unten im Süden sollten wir eigentlich keine Probleme haben. Ich glaube, Frankreich hat da unten genau gar nichts. Hoffe ich zumindest. Das ist was anderes als hier. Hier ist das etwas schwieriger. Dürfen wir da durch eigentlich? Jetzt schon. So, ihr fahrt mal daher und schützt diese Region. Da sind jetzt so viele Großkampfschiffe. Das sollte ziemliches Wumms machen. Brauchen wir vielleicht noch ein paar kleinere Schippernakeln. Bremen, Stettin, Tuchel und Majumbe-Luango. Die Welt ist in Flammen. Der dritte Weltkrieg hat begonnen. Okay. Golf von Gades. Was ist denn das hier? Das sind die Kampfschiffe. Das ist ein bisschen unbefriedigend, weil diesen Krieg werden wir nicht zu Ende führen. Okay. Mal einen General. Ich glaube, eine Armee wird für Serbien reichen. Oder? Ja, mehr brauchen wir da definitiv nicht. Die haben nämlich nicht mehr. So, die haben jetzt alle mobilisiert. Ja, wenn Russland mobilisiert, dann bedeutet das, sie haben 3 Millionen Einheiten. So.
Du kommst auch noch hier in die Nähe. Frankreich kämpft gegen Italien. Das ist aber nicht einmal so blöd. Schauen wir mal, wie viel sind denn das? 46.000? Nein, 16.000 sind das nur. Gut. Du gehst auch nach Aosta, du gehst nach Turin. Ich glaube, wir sollten Italien unterstützen. Ein bisschen. Weil sonst werden die aber Probleme haben mit Frankreich da. Ah, das sind nochmal 12.000. Ah, ist doch da her. Okay. Okay. Guck, dass der eh durchpasst. Yay, wir haben Gasangriff und sie haben noch keine Gasangriffsverteidigung. So, wie schaut das da aus auf der russischen Seite? Da ist noch genau niemand von den Russen. Die machen da mal ein, wir ziehen uns zurück und kommen erst irgendwann einmal raus. Auch nicht schlecht. Und Skandinavien wird da ein bisschen durchgebeutelt von den Deutschen. Auch nicht schlecht. Okay. Kommen da irgendwelche Franzosen daher? Nö. Wie lagern die irgendwo irgendwas schon von mir? Nö, aber wir haben da zwei Kämpfe in Annecy, den Kampf werden wir verlieren, wenn das so weitergeht. Das heißt, das sollten wir definitiv was dagegen tun. Hier geht's da mal rauf. Hier kommt's dann nach. Hier geht's einmal daher. Und danach daher. Ah, Golf und Gabius, ne? Das müssen wir auch machen. Eine Flotte. Einheiten nach Tunis. Hier Einheiten nach Malta. So. Und noch Schlachten. Annecy und Aosta. Wie ist denn das eigentlich da hinten? Uff. Gewinnen wir das da? Achso, die sind ja da gar nicht mehr da. So, Belgrad haben wir mal. Haben wir mal. Die erste russische Provinz haben wir. Du gehst danach ein Stück. Der Anfang ist ja nicht so schlimm, weil am Anfang ist noch alles eng in Russland, aber dann wird alles so breit und es verliert sich alles in der Ferne. Wo sind die ganzen Russen hin? Haben die keinen Krieg zu führen? Verstehe ich nicht. Boah, da sind viele Truppen.
Ja, schauen wir mal, was da passiert. Ha! Das ist ja lustig. Da sind 20.000 Perser zum Sterben gekommen. Okay, in Aosta haben wir gewonnen. Und da haben wir ein paar Belagerungen gewonnen. Dürfen wir da eigentlich rein? Das werden nicht akzeptieren, das habe ich befürchtet. Also in Aosta haben wir relativ viele gekillt. Das irritiert mich ein wenig, dass da keine Russen kommen, um nachzurücken. Oder um irgendwie hier zu sein. Boah, 52.000 Franzosen. Nach Chisinau und du kommst danach und du gehst da rein. Du gehst daher, du kommst daher. Oha. Tierrad, na gut. So, die dürft es belagern. Wow, gut so. Wo haben wir da gerade angegriffen? In Köln. Ah. Ich hasse euch. Ich hasse das echt. Kowel angekommen. Zabong angekommen. Warschau angekommen. Das ist okay. Auch angekommen, angekommen, angekommen. Die Sachen sind die. Okay, den müssen wir dann machen. Wow, gewonnen, gewonnen, gewonnen. Angekommen ist okay. Ist okay. Ist okay. So, da haben wir eine kleine Schlacht. Haben wir da noch Truppen zur Verfügung, die wir nachschicken können? Ja, in Novara. Damit man da, falls wir das da verlieren. Falls wir das verlieren, was ich nicht glaube, weil da haben wir auch noch italienische Unterstützung. Ah, das wird schon werden. Angekommen, angekommen. Gewonnen. Kalisch gewonnen. Jalistok. Okay. Okay, Nokaneng. Da unten. Daher schauen wir, dass wir die immer zusammen haben, wenn geht. Okay, da ist einer von meinen Generälen gestorben. Kann der da wegfahren und dafür der herkommen? Warum ist da kein... Ah, da ist jetzt was Russisches. Dann fährst du doch nur daher.
Du fährst daher. Ah, da bleibst du einfach da. Das passt schon, du grenzt an die beiden. Wohin gehen die nach Kurosten und Prokev? Da müssen wir vorsichtig sein. Da dürfen wir nicht zu sehr ausgedünnt sein, wenn geht. Soha dürften wir auch gewinnen. Ja, Nancy ist jetzt nicht unbedingt perfekt, aber auch das dürften wir irgendwie schaffen. Ein bisschen spät kommt es drauf zu Dingsen. Gut. Novara, Radon. So. Okay, wo haben wir jetzt angegriffen? In Auster. Könnte das kurz und schmerzlos werden? Ich fürchte nicht. Was ist das? Im Proskorow. Könnte das kurz und schmerzlos werden? Ich glaube nicht. Okay. Ach doch, das wird kurz und schmerzlos. Wenn er nicht mehr nachbringt, wenn der nach Kowel geht. Wo ist ein Kowel? Ist das da? Na, no, ist das Rovne? Ist das Kowel? Kowel. In Kowel können wir nachgehen. Soll er daher gehen? Okay. Ah, du bleibst einmal da. Okay. Rovne haben wir auch gewonnen. Der wartet da mal ab. Fahrer. Wollen wir eine Bündnis? So, das ist okay. Das sind 37.000 Mann gegen 34.000 und wir sind stark und die sind einfach nur russisch. Bialystok. Ja, das ist gut. Die Schlacht von Turin haben wir gewonnen und alle 24.000 Franzosen vernichtet. Das ist gut, die kommen auf kein Schlachtfeld mehr. Dann geht es hier mal nach Annecy. Von euch. Hier geht es daher. Wo ist die Karton da? Sehr gut, sehr gut. Okay, Malta haben wir auch gewonnen. Estlitovsk sind wir.
Okay, bleibt einmal da stehen. Die ersten Russen dürften wir jetzt gleich vernichtet haben. Die haben 5%, also wir haben 5%. Puh, Gott sei Dank. Ich habe schon gedacht, die haben 5%. Das wäre irritierend gewesen. Was wollten die haben? Alle Kernprovinzen, was ist denn das alles, die Kernprovinzen? Erfüllt zu 45%, nur immerhin. Schauen wir mal, dass wir das möglichst schnell haben. Was wird da das gesamte Gebiet da sein, bis darüber? Ja, wir haben uns eh bald. Tunis gewonnen. Mir. Okay. Gut ist gewonnen. Okay. So, also Serbien ist aus dem Krieg draußen. Nochmal das erste. Okay, Herat haben wir verloren, aber ich glaube, Herat können wir verkraften. Das ist jetzt nicht so die wichtige Provinz. Weiter nach Grodno. Cover haben wir gewonnen. Okay. Die haben eh nur einen Weg raus nach Pinsk. Und da gehen wir jetzt auch gerade hin. Habsburg. Okay. Und Bialystok. Ist weiter nach Grodno. Puh, bist du wahnsinnig, das ist eine Monster, das sind Monsterschlachten da. Das geht mir aber gar nicht, das freut mich gar nicht, dass da so viele Truppen von mir gebunden sind. So, Salzburger. Hier geht's einmal da nach Novara. Wäre irgendwie ganz schön, wenn die Italiener da ein bisschen was platt machen könnten. Von den Franzosen. Immerhin binde ich da fast 200.000 Franzosen durch die Schlachten, die ich dafür. Also ein Krieg gegen Deutschland wäre jetzt nicht gut. Wobei diese Truppen, da lasse ich auf jeden Fall hier. Aber Deutschland wird eh noch länger Krieg führen gegen die Skandinavier, fürchte ich mal. Hoffe ich mal. Bis zum Ende des Spiels auf jeden Fall. So, das heißt, das war doch nicht die letzte Installation, die ich da habe. Dieser Krieg dauert länger, als ich dachte. Wow, plus 16%. Das war eine Monsterschlacht.
irgendwie machen, dass wir dem folgen können. Kosten. Du hinterher. Du hinterher. Und von euch zwei gehst du hinterher. Und der andere erholt sich derweil. In Grodno angekommen, in Warschau angekommen, in Bor angekommen, in Kimberley angekommen, in Grodno angekommen. Wieso sind so viele nach Grodno gegangen? Gute Frage. Okay. Fährst du mal nach Tunis? Könnten wir diesen Krieg nicht schon bald gewinnen? Ein vollkommener Sieg wird notwendig sein. Aber mal Russland ist Anführer der Allianz. Das heißt, es könnte sich für, naja. Nein, so schnell geht der Krieg trotzdem nicht zu Ende. Auch wenn wir ihn jetzt total fertig machen. Wir töten da zwar schon einiges an russischen Soldaten, aber die haben ja so viel. Das ist ja unglaublich eigentlich. Aber da sind keine Franzosen mehr in dem Gebiet. Das ist gut. Ah, das war falsch. Da hätte man hingehen müssen. Nach Tunis, weil. Sind nämlich diese 35.000 Mann drinnen gewesen. Brest-Litovsk haben wir auch gewonnen. So, Radon haben wir gewonnen. Wieso hat das so lange gedauert? Komisch. Gehst du mal daher. Gut, Herrschaften, wir hören jetzt auf für heute. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch Schlaf gut und träumt was Schönes. Bis dann.